Ja, Leute, herzlich willkommen zum samstäglichen oder bei euch sonntäglichen Bad Fight Event auf Fedora.net. Und heute gibt es eine neue Map zu spielen, anscheinend. Ja, ich werde ja gerade wieder von überall angeschrieben, von ihren herren Leuten, nur weil ich einen Streamer-Rang habe und deshalb hier hochfliegen kann. Jetzt ist gerade auch Zass noch in der Lobby und wir sind gerade in der vollen Lobby, so wie es aussieht. So, gut, aber auf jeden Fall, es ist gleich 19 Uhr und bevor 19 Uhr ist, soll ich hier mal reinjoinen. So. Die YouTuber können eigentlich bereits rein. Mal gucken, wer schon da ist. Ah, ich bin genickt wahrscheinlich. Warte, ich möchte eigentlich eventuell nicht genickt sein. An den Nick. So, unbekannter Command. Gehen Sie Schnick. Ah, jetzt geht's, okay. Das heißt, wieder Mundidissimo. Oh mein Gott, okay. So, ich bin sehr gespannt auf die neue Map. Ich habe noch nicht gesehen, wie sie aussieht oder so. Spinster und werde ein Team. Na gut. Oh, ein Purple. Ein Purple spielt mit. Ernsthaft? Okay. Dann gehen wir mal da rein, weil ein Purple. Oh ja, kann ich einen Purple schon wieder? Na egal, es ist egal. Oh, jetzt sind gerade die Spieler gejoint. Okay, und da ist die Lobby auch schon voll. Das ist also nice. Und ich glaube, ich muss meine Stimme dann wieder bearbeiten. Denn ich bin im Moment relativ krank, wie ja einige vom Stream auch schon wissen. Ich kann nicht sehr laut reden, weil es mir sonst einfach im Hals extrem schmerzt und so weiter halt. Gut, Spinnstart-Voting. Was kann man damit machen eigentlich? Ich kann damit nichts machen irgendwie. Ah doch, jetzt. Spielmodi-Voting. Classic. Badfight, ganz normal. Oder hier. Okay, versuchen wir mal das hier. Das ist halt zudem nach, wie das von Zeitoxin. Ich probiere jetzt das einfach mal. So, bitte nehmt modern. Hier hat auch schon gespammt. So, Stimmen 1. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? 4. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt das hier und die aktualisieren. Oh, 29 und da steht 27. Okay, auf jeden Fall ziemlich ausgeglichen, so wie es aussieht. So. Also, wenn die Lobby auch schon noch voll ist. Ich denke, es werden wieder 100 Spiele ungefähr mitmachen. Ich soll gelb kommen. Ne, ich bleib bei rot. Ich bleib bei rot. Ja, ja. Und so wie es aussieht, sind es 128 Spieler, die heute mitmachen, ja. Ich bleib in rot, schreibe ich jetzt einfach mal. Gut, es werden 3 Runden das Event geben. Oh, nice. Ich weiß nicht, wie viel ich aufnehmen werde. So, mal gucken, wie sieht es jetzt mit dem Voting aus? 45 zu 40. Da bin ich aber mal gespannt, was am Ende rauskommt. So, und den Spiel mag ich jetzt nicht da beim Jumpen an. Oh, jetzt immer den Bergmann-Skin. Oh, ich mache mal auf jeden Fall einen Screen hier. So, und da geht's auch direkt los. So, oh, lol. Oh lol, okay, ich sehe nichts, es leckt. Lol. Ah, okay. Das ist also die neue Map, so wie es aussieht. Es leckt erstmal ein wenig. So, und so wie es aussieht, bin ich Team Rot. Ja, das ist sehr gut. Und es sind alle Leute, oder es sind alle Teams belegt. Sehr, sehr nice. Okay, gut, das ist also die neue Map. Ich muss erstmal gucken, wo das Bett ist. Das ist für mich immer so wie das Wichtigste. Einige scheinen lag. Das kann natürlich sein am Anfang. Aber es wurde noch niemand ausgeschmissen oder so. Wo ist das Bett? Das müsste hier drin sein wahrscheinlich, oder? Jo, da ist das Bett. Natürlich hat noch niemand das Ganze eingesammelt. So. Crystal K1 ist richtig sweet. Hat die die Map gebaut oder so? Oder warum ist da ein Schild? Naja, wer weiß. So, und das ist das neue. Eigentlich das neue. Badfight. Man sieht, man kann einfach auf die Blöcke klicken. Dann funktioniert das. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Da auf jeden Fall Props an Hydoria und das ganze Team. Wo ist Eisen? Das ist eine gute Frage von dem anderen. Wo ist denn das Eisen? Okay, müssen wir mal gucken. Ich kümmere mich jetzt aber erstmal darum, dass wir irgendwie zur Mitte kommen. Und dieses Badfight-Event auf Hydoria, das gibt es ja wirklich jede Woche, also jeden Samstag, wollen sie das jetzt machen. Finde ich an sich eine sehr coole Idee. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich das auch jedes Mal aufnehmen soll. Weil mitspielen werde ich sowieso fast jedes Mal. Aber ja, meine Frage an euch wäre, ja, seht ihr dieses Bad Fight Event gerne? Oder würdet ihr auch mitmachen? Oh, und Luffy ist glaube ich auch in meinem Team da. Hauptsache, die bauen sich alle fast gleichzeitig nach vorne. Gut. Okay, aber es scheint einen Silberspawn zu geben dahinter irgendwo. Weil sonst würden hier nicht Leute mit Eisen in der Hand schon hier durchkommen. Gut, versuchen wir es einfach mal. Ah, ich habe kein Essen mehr. Shit, egal. Ich gehe jetzt irgendwie zur Mitte. Yeah, sie schlägt mich runter. Oh mein Gott. Na egal.
Mal gucken, was da alles wird. So, ich heiße übrigens gerade Nussenbomber, Leute, also wundert euch nicht. So, von unserem Team hat jemand gelüftet. Ah, so ein Faggot. Ich rege mich echt ungemein oft über Leute auf, die das Team liefen, weil ich finde das einfach sowas von unnötig. Einfach das eigene Team zu verlassen. Lol, jetzt lächelt's mal wieder. Alles, okay. So, Nussenbomber mal wieder ein bisschen kauen. Okay, und diese Spitzhacke. Okay, gut, das funktioniert jetzt. Jetzt würde ich aber gerne noch, schon noch so einen Stab haben. So, da wird er schon geschlagen irgendwo. Höre ich zumindest. Ja, wir sind da viel zu viele Leute drin in meinem Bett. Jetzt wird bestimmt auch unser Bett abgebaut oder so. Wer weiß. Oh Mann. Na gut. Übrigens, darf ich auch mal ankündigen, es wird demnächst mal ein Gewinnspiel geben auf meinem Kanal. Das allererste, weil ich habe noch nie ein Gewinnspiel gemacht. Also ja, bleibt ein bisschen aktiv auf dem Kanal. Weil, das Gewinnspiel hat nämlich genau mit Aktivität zu tun. Das heißt, wer aktiv ist auf dem Kanal, der hat die höhere Chance zu gewinnen im Endeffekt. Ja, aber der werde ich dann später nochmal. Oder wenn, ich werde noch ein genaues Video dazu machen dann erstmal. So, wahrscheinlich habe ich jetzt gerade gekillt, genau. Okay, man kann kein Gras abbauen, hat man auch gerade gesehen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil, dass ja so viel Gras verbaut ist. Aber ich denke, wenn zum Zocken geht es für den Anfang. Ich hoffe nur, dass die Lags jetzt langsam sich wieder ein bisschen minimieren. Okay, ja, und so. Der Shop funktioniert auf jeden Fall. So, jemand schreibt die Blauen. Keine Ahnung, was mit dem Blauen sein soll. Auf jeden Fall hat Blau immer noch 32 Mitglieder. Also sie sind noch vollzählig. Na gut. Aber wie gesagt, was mir sehr, sehr wichtig wäre, wenn ihr auch mal da allgemein so ein bisschen mehr Kommentare unter Videos hätten. Das würde mich sehr, sehr freuen. So. Aber mit einem Stick kann man nicht blockhitten. muss ich auch mal noch dran denken. So, oh, und da kommt ein Roter. Ah, ich bin natürlich überhaupt nicht dumm. ich bin mir das immer so vom Livestream her gewöhnt, weil ich eigentlich immer Team Gelb gehe. Aber ich habe halt gesehen, ein Purple ist gerade auch Team, wie heißt das Team? Team Rot gewesen. Da habe ich mir gedacht, ja komm, gehst du einfach auch mal da rein. Und ich habe drei Gold, die werden jetzt auf jeden Fall direkt mal in Sicherheit gebracht. Ich habe auf Twitter auch noch gepostet, vorhin, dass also, wer Bock hat mitzumachen beim Event oder mit dabei zu sein in der Aufnahme, dann muss einfach auf den Test kommen. Kam aber niemand auf den Test. Aber trotzdem werde ich immer so extrem oft gefragt. Ja, hey Munti, kann ich mal mit dir aufnehmen oder so? Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen dazu halt. Aber wenn sich niemand meldet, kann ich auch nichts tun. Tut mir leid. So, stelle ich einfach mal Ender-Chests auf. Sehr gut. Sehr gut. So, ja, die. Ich weiß nicht genau. Genau, Essen. Essen auch unbedingt. Oder ich töte mich schnell. Ich glaube, ich töte mich schnell. Es geht fast besser. Oder fast schneller, besser gesagt. So, ich schmeiß einfach mal alles dahin. Dann mal gucken. Fallschaden wäre natürlich jetzt das Schnellste. Oder einfach mal hier rausjumpen ganz schnell. So. Ja, passt schon. Und zack. Da bin ich tot. Ich habe nach wie vor noch nie eine Runde gewonnen von diesem Bad Fight Event. Würde ich echt gerne mal tun. Aber hat bisher noch nicht geklappt. Oh, und jemand hat meinen Stick oder meinen Knüppel eingesammelt. Der Schlagstock heißt er ja. Dann sind wir in Knockback 2. Ich weiß nicht mal. Okay, wo sind die Ender-Chests hin? Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Knockback der aufkommen hat. Weil ich glaube, der hat nicht Knockback 2. Aber ich kann jetzt nicht sagen, oder doch? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Oh Mann. Oh shit. Genau das habe ich gedacht, passiert am Ende wieder. Oh Mann. Egal. Kauf jetzt einfach einen neuen Knüppel. Weil ich persönlich finde einfach, es lohnt sich überhaupt nicht. Es lohnt sich sowas von nicht, am Anfang schon extrem, keine Ahnung wie gute Ausrüstung zu kaufen. Das bringt es einfach nicht. Zumindest bei so vielen Spielern nicht. Und das ist ja jetzt erstmal wirklich das allergrößte Event, was sie haben auf Eudora. Das zweitgrößte war 100 Spiele bisher. Also das allererste Mal, dass sie dieses Event gemacht haben, waren da glaube ich 80 Spieler dabei und danach 100 Spieler. Und jetzt diese Woche sind es 128 Spieler sogar. So, und da oben. Okay, ist ein Roter. Von dem her ist das not really important for us. Okay, gut.
So, wir müssen auf jeden Fall die Mitte so langsam irgendwie wieder zurückkämpfen zu uns. Oh lol, und der staubt mich dann direkt wieder ab. Na gut, ich weiß nicht. Also ich persönlich empfinde, ehrlich gesagt, es lohnt sich echt nicht, Rüstung zu kaufen. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich kaufe mir Rüstung plus Schwert und so weiter gleich auch noch. Wenn ich mir aber ein Schwert kaufe, dann meistens direkt Level 2 Schwert. Ich meine, wenn ich es schon habe und so weiter halt. So, dann wäre eine Brust natürlich auch noch von Vorteil. Das heißt, ich muss noch mal schön ein Eisen auftreiben, ja und wo. Ja und wo es ein Eisen geben würde. So, und von uns haben mittlerweile auch schon wieder 5 Leute gelieft. Aber wenn man mit anderen Teams vergleicht, sind eigentlich doch sogar noch fast viele Leute bei uns dabei. Na gut, ich meine, Blau hat immer noch am meisten Mitglieder. Aber ich weiß echt nicht, warum man lieft manchmal. Ich verstehe es nicht immer. Ich sage früher die, ja, wie soll ich sagen, einfach Rage Quit macht man ja in diesem, oder macht man ja eigentlich im Spielverlauf noch nicht so, so weit wie wir aktuell sind. So, lerne ich mal geholt. Du. Alter Mann, ich hab doch geschiftet. Scheiß Nap. Fick dich, du Idiot. Nee, Spaß. Oh Mann, sowas nervt manchmal. Sowas nervt mich echt. Na gut, toll. What? Ernsthaft? Ernsthaft? Wer hat diesen scheiß Turm gebaut? Warum baut man sowas? Oh Mann. Das heißt, man stirbt jetzt jedes Mal, wenn man da runterspringt. Was so ein Scheiß, Mann. Ja, scheint jetzt gerade auch heilige. Alter Mann, ernsthaft? Okay. Das müssen wir jetzt erstmal fixen. Beziehungsweise ich werde das fixen jetzt. Das heißt, ich müsste irgendwo hier hoch. Dann hier hoch. Dann irgendwo da hinten durch einfach. Ich hoffe, es ragequittet jetzt einfach nicht irgendwer. Nur wegen diesem Scheiß, den da jemand gemacht hat. So, irgendwie muss ich hier rausgehen. Eine Arme. Oh. Okay. Ich weiß gar nicht, was da abgeht oder warum Alarmen von uns ausgelöst werden. Auf jeden Fall muss ich hier hoch und ich muss das da oben abbauen. Kann ich das hier abbauen? Ich denke mal nicht. Doch kann ich. Lol. Lol. What's up? Okay. Ich hätte sich gedacht, dass das funktioniert und da ist schon eine Alarmanlage von uns ausgelöst worden. Lol. Ich frage mich, ob ich das selbst mache vielleicht. Aber ich denke mal nicht. So, okay. Hier kommen wir hoch. Dann hier kommen wir leider nicht durch. Aber hier hinten wird eine Möglichkeit sein, genau. Okay. Auf jeden Fall ist es natürlich kacke, dass man direkt stirbt, wenn man respawnt. Und jetzt leckt es gerade ein wenig. So, ich weiß ja auch nicht, wer die Scheiße gebaut hat. Aber wir gehen jetzt mal hier durch. Und es wurde noch kein Bett abgebaut bisher, stimmt. Ich weiß nicht, ob es auf dieser Map irgendwie schwieriger ist, ein Bett abzubauen. Aber es scheint so zu sein. Weil sonst wäre bestimmt schon ein oder zwei Betten weg mittlerweile. Denn die Aufnahme dauert auch schon immerhin 13 Minuten. Ja, so ist es. Lol. Und das haben ja in letzter Zeit auch so ein paar Leute geschrieben, die meine Videos werden immer langweiliger. Da frage ich mich echt irgendwie, was läuft mit den Leuten falsch? Oder was läuft mit mir falsch, dass meine Videos langweilig werden? Ich weiß irgendwie echt nicht. Also, ich sage ja immer Kritik und Verbesserungsvorschläge sollen in die Kommentare. Aber meistens wird mir das dann in Skype geschrieben am Ende oder es wird mir im Livestream gesagt. Leute, dafür ist die Kommentarfunktion da, weil sonst weiß ich nicht, um welches Video es sich handelt oder was für einen Grund das Ganze im Endeffekt hat. Ja, ihr dürft natürlich immer gerne Sachen in die Kommentare schreiben, was ich mal zocken sollte oder was halt. Ja, ich möchte nicht einfach, dass man inaktiv wird mit der Zeit. Achso, da sind Alarmanlagen, sehe ich jetzt gerade.